In diesem Video geht es um das Spiel Tic-Tac-Toe, wie wir das Spielbrett implementieren und einen Zuggenerator aufsetzen, der alle Spiele in dem Spiel durchläuft. Das sind also unsere zwei Themen: linke Seite das Spielbrett und rechte der Zuggenerator, der den Spielbaum generiert. Hier ein Spielbaum, der natürlich verkleinert dargestellt ist. Wenn wir ein leeres Brett haben, ganz oben der Knoten. Dann gibt es bei Tic-Tac-Toe natürlich neun Möglichkeiten, wo ich als Anziehender zum Beispiel mit einem X etwas hinsetzen kann. Danach gibt es den Kringel, der dann jeweils acht Möglichkeiten hat. Also ein großer Spielbaum, wie wir das programmieren. Fangen wir an mit dem Quellcode in Python geschrieben. Ich habe eine Klasse Board aufgesetzt, das Spielbrett. Init ist in Python der Konstruktor, der zur Initialisierung dann aufgerufen wird. Und dahinter verberge ich die Datenstruktur und das Selfboard, ein eindimensionales Feld mit den neun Positionen des Spielbretts, des Tic-Tac-Toes. Und die Codierungsvereinbarung ist 0 für ein leeres Feld, 1 plus 1 für ein Kreuz und minus 1 für ein Kringel. Die Variable self.moves ist im Augenblick eine leere Liste, so wird sie initialisiert. Und speichert die Position auf dem Spielbrett, die ich schon belegt habe, und zwar in der Reihenfolge, in der ich Züge gemacht habe. Moves ist also ein Historienspeicher der bisher gemachten Züge. Self-Turn ist einfach, wer ist an der Reihe. Wir fangen grundsätzlich mit plus 1 an. Das ist unserer Konvention folgend ein X. Das alles nur eine Vereinbarung. Wir können, wenn wir dann den Gegenspieler machen, dann kommt minus 1 daraus, also das ist einfach, wir müssen das Vorzeichen jedes Mal umkehren von Turn. Die Repre steht für Representation, das entspricht in Java einer ToString-Methode. Die ist dafür da, um das Spielbrett in einer Ausgabe darstellen zu können, in einer Zeichenkettenausgabe. Statt und überschreibt die Default-Methode des Objektes. Schauen wir uns das mal kurz an, was hier passiert. Wir laufen die drei Reihen durch, 0, 3, 6 sind die Indizes und hier bauen wir die Zeichenkette zusammen. Die geschweiften Klammern sind Platzhalter, wo wir das Board auslesen an den entsprechenden Positionen. Also fangen wir zum Beispiel mit 0 an, i ist 0, dann ist das hier die Stelle 0, 1 und 2. Wir addieren 1 zu dem darauf gefundenen Wert dazu. Dann haben wir statt minus 1, 0, 1 die Werte 0, 1, 2 und schlagen hier in Repre das entsprechende Symbol nach, den Charakter, den wir dafür verwenden möchten. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Wenn ich ein Board anlege, ich rufe die Klasse auf, den Konstruktor B. Und Sie sehen, jetzt habe ich ein leeres Brett gerade als Repräsentation zurückgekommen. Die Methode ListMoves stellt mir alle Felder zusammen, die noch nicht belegt sind, gibt mir davon die Indizes zurück. Und das ist dann die Liste der Züge, die noch möglich sind. Also wenn wir das in dieser Stellung hier gerade machen, ListMoves, ist nicht schwer zu erraten, aber dann bekommen wir die Liste von 0 bis 8 zurück. Ich greife mal eben vor, machen wir ein Make-Move, zum Beispiel auf der Position 5 und schauen uns das einfach mit B an, die Repräsentation. Dann sehen Sie da das X an die Stelle gesetzt. Und wenn wir jetzt die Moves uns generieren lassen, in der Aufzählung von 0 bis 8 in Position fehlt jetzt die 5. Make-Move ist also die Methode, wo wir eine Position, ein Index 0 bis 8 eingeben. Hier ist nur die Zusicherung, ein Assert, dass das Brett an der Stelle nicht leer sein muss. Sorry, das muss leer sein, damit ich dann Spielstein draufsetzen kann. Dann die Partei, die am Zug ist, plus 1, damit fangen wir an, wird genau an diese Stelle gesetzt. Später, wenn wir kurz bevor wir fertig sind, sagen wir, nach dem Ziehen des Zuges dann die Gegenpartei dran. Und die Historie Moves wird einfach um ein Listenelement mit dieser Position erweitert. Also unsere Historie über welche Züge wir gemacht haben, wächst an. Undo Move, der Name ist Programm. Wir nehmen den Zug wieder zurück.
Dafür muss es so sein, dass wir überhaupt auch Züge haben, die wir zurücknehmen können. Also die Historie der Züge muss nicht leer sein. TOS, wir ermitteln aus unserer Zugliste die letzte Position, das macht POP. Es entfernt auch gleichzeitig auf Moves die letzte Position. Dann setzen wir an der Stelle das Board auf 0 und der andere Spieler ist wieder dran, minus Self Turn. Wenn wir also hier einen weiteren Zug machen, Make Move zum Beispiel 0, an der Stelle 0, schauen wir uns das Brett wieder an. Und zum Beispiel an 4. So, wenn wir jetzt den Zug rückgängig machen möchten, Undo, Move. Hopp, Entschuldigung, Move. So. Dann sehen Sie, ist der letzte Zug, den wir gemacht haben, auch wieder verschwunden. Das können wir wiederholen. Und jetzt zum Beispiel einen anderen Zug machen, der uns gefällt. Zum Beispiel die 8 dahinter hinzusetzen. Three in a row ist die Methode, die testet, ob 3 in Reihe sind. Das habe ich schon Ihnen in den anderen Videos erklärt. Es gibt verschiedene Optionen, auch wie wir das Brett hätten kodieren können. Das sind die 8 Varianten, die Sie hier sehen, wo 3 in Reihe sein können. Es wird die Summe der entsprechenden Position gebildet. Die muss im Absolutwert, die Summe wird gebildet, Sum, Absolutwert, muss gleich 3 sein, also 3 Einser hintereinander oder 3 Minus Einsen. Und dann geben wir auch zurück, welche Partei gewonnen hat. Schauen wir uns auch das an. Wir machen einen Move. Zum Beispiel ist jetzt X dran mit der 4. Da sind wir hier. 0 macht jetzt auf 0. Dann sind wir dort. 0, 1, 2, 3. Dann hätten wir jetzt 3 in Reihe. Gucken wir uns das wieder an. Richtig. Und jetzt können wir B befragen. B. 3 in a row. Und es kommt zurück die 1. Das sagt uns auch, welche Partei gewonnen hat, nämlich die plus 1, also die Xs. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass wir diese Logik, die Board-Repräsentation und auch wie wir mit diesem Board umgehen, Züge machen und zurücknehmen, die Interna bleiben komplett verborgen. In Java können Sie ein Interface dafür definieren, dass Sie sagen, es gibt für dieses Board ein Interface List Moves, Make Move, Undo Move, 3 in a row und das war's schon. Damit haben Sie die Möglichkeit, das Spielbrett von außen zu beeinflussen, aber das Spielbrett gibt nicht vor, in welcher Reihenfolge Sie Züge machen. Es dirigiert Sie nur, dass Sie gültige Züge machen und wieder zurücknehmen können Züge. Das nutzen wir jetzt für unseren Zuggenerator. Das ist dieser Teil. Ich habe die Methode absichtlich ausgelagert. Die ist nicht Teil der Klasse Board, weil das würden Sie auch in einem Spiel so programmieren. Das Board selber ist eigentlich jetzt fertig programmiert. Das instrumentieren wir, das nutzen wir durch eine andere Methode für irgendeinen Gebrauch. Zum Beispiel für das Generieren der Züge in einem Spielbaum. Wir lassen uns die Liste aller Züge zurückgeben, die jetzt gerade in dieser Position gültig ist. Nehmen wir die Ausgangsstellung, wo alles leer ist. Die gehen wir nacheinander durch, die leeren Positionen, die gültigen Züge. Wir machen den Zug, testen, ob 3 in Reihe sind. Das ist immer dann der Fall, wenn es ungleich 0 ist. Dann kommt plus 1 oder minus 1 zurück. Wenn das der Fall ist, machen wir den Zug wieder rückgängig, weil wir müssen abbrechen die Suche. Wir dürfen jetzt keine Züge mehr machen. Wenn irgendwo immer 3 in Reihe sind, dann ist gut. Und wir machen den Zug wieder rückgängig und setzen unsere Schleife, Vorschleife fort mit der nächsten Position, wandern wieder hin. Ist das nicht der Fall, waren also keine 3 in Reihe, wir haben hier den Zug gemacht, dann werden wir in der nächsten Tiefe den Gegenzug machen. Generate Moves, wir rufen also rekursiv auf, übergeben das Brett und jetzt wird auf der Gegenseite alle gültigen Züge werden wieder rausgesucht, es wird der Zug gemacht und so weiter. Wenn wir auf der Gegenseite die ganzen Züge und wieder die Gegenzüge und daraufhin die Züge gemacht haben, kommt diese Routine irgendwann wieder zurück. Dann machen wir das,
den Zug rückgängig und die Schleife geht in die nächste Iteration. Der Code hier, wenn ich den aufrufe, das sehen Sie in dem Kommentar, Generate Moves, wir konstruieren vor ein Board, der braucht eine Weile, rechnet durch und kommt dann ohne Ergebnis wieder zurück. Das ist im Augenblick auch Absicht so. Ich möchte Ihnen nur zeigen, wie die Routine zum Generieren aller möglichen Spielzüge funktioniert, um da durchzulaufen. Sie können das dann nutzen, weiter anreichern den Code, um zum Beispiel die Minimax-Methode zu implementieren oder zusätzlich mit Alpha-Beta-Pruning. Das ist der nächste Schritt, der dann kommt. Erst die Klasse, Board, die die Logik des Brettes hat, dann eine Methode, die das Board instrumentiert, nutzt, zur Generierung aller möglichen Züge.